runter, komm mal Pulver in die Waren. Ihr bleibt du mit dem Klapp und jetzt das Streit ist leider mal. Dann stolpert ihr die Poppelbahn, das ist unsere Natur. Wir singen, tanzen, Jodel, bis morgen in der Früh. Jo, wir singen, tanzen, Jodel, bis morgen in der Früh. Schönen Sonntag und herzlich willkommen zu einem der buntesten Festivals des Landes, dem Aufsteirern, mitten in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Zum bereits 16. Mal ist die Grazer Innenstadt wieder eine einzige Bühne. 3 Tage lang schlägt das grüne Herz ganz im Takt der Volkskultur. Es geht ums Singen, es geht ums Tanzen, es geht um die Musik, es geht vor allem auch, Sigrid, um die Geselligkeit. Mehr als 100.000 Gäste aus nah und fern bevölkern die Murmetropole und sie alle haben sich in ihr schönstes Gwandl geworfen, wie wir Steirer so schön sagen, um einfach gemeinsam zu feiern. Es ist überhaupt das Besondere am Aufsteirern, dass sich für diesen Tag die ganze Stadt, das ganze Land in Tracht wirft. An allen Ecken und Enden der Grazer Innenstadt sieht man die buntesten Dirndlgwandeln, sieht man die schönsten Lederhosen und natürlich darf auch der klassische Steireranzug nicht fehlen. Zum Aufsteirern gehören aber natürlich auch all die Köstlichkeiten, die Volksmusik, das Schurbladeln und die Volkstänze. Einfach alles, was das steirische Lebensgefühl widerspiegelt. Begleiten Sie uns in der kommenden Stunde eben auf einer Reise durch dieses steirische Lebensgefühl in all seinen Facetten. Wir blicken auch hinter die Kulissen des Aufsteirerns, das mit der Pracht der Tracht begonnen hat. Graz bei Nacht, ein majestätischer Anblick, zumal Erzherzog Johann höchstpersönlich mit dabei ist, bei der Pracht der Tracht. Zu Füßen der Statue des steirischen Prinzen tanzen am Grazer Hauptplatz die Dirndln im Dirndl, am wohl spektakulärsten Laufsteg Österreichs auf. Und die Herren zeigen Bein- bzw. stramme Wadeln, so will es die Lederhose. Romantiktiger, das sind Liebeslöwen, ständig drauf und dran, sich zu verlieben. Und es führt kein Weg daran vorbei. Ja, es stimmt schon, man ist glücklicher zu zweit. Romantiktiger sind ständig am Träumen. Vom Herzblatt wollen sie ja nichts versäumen. Sie machen dann die Augen nicht mehr auf. Dann gehen die Träume auch mit Sicherheit nie aus. Romantiktiger, Romantiktiger spielen gern mit Liebe und das immer, immer wieder. Die Figur am Laufsteg, vor allem auch in Lederhose und im Dirndl, machen natürlich auch die jungen Damen und Herren. Voller Stolz präsentieren sich die jungen Herrschaften vor der prachtvollen Kulisse des Grazer Rathauses. Romantiktiger, das sind wilde Kerle. Man erkennt sie schon aus weiter Ferne. Szene ungefährlich, doch ihr Charme und Schick rauben stets der schönsten Frau jetzt Stück um Stück. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Tracht rockt wieder, beziehungsweise weiter, dank neuer, aber auch traditioneller Trachtendesigner, die mit vielfältigen Materialien, Schnitten und Accessoires spielen und der Tracht einen gewissen Pfiff verleihen. Schönen Morgen und einen guten Tag. Blauen Himmel hält heute die Welt parat, ohne Sorge. Miss Styria Andrea Jörgler und Mr. Styria Harry Samacic, Steiermarks schönstes Trachtenpärchen, auch am Laufsteg in der Murmetropole. Schöne, 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 schöne Zeit. Oh, wie hab ich mich auf dich gefreut. Und der Gipfel ist erreicht und mal die Sonne scheint. Das Wort Tracht kommt von Tragen. Schon im 15. Jahrhundert entstanden die ersten bäuerlichen Trachten. Und wie die Mode allgemein sollte sich natürlich auch die Tracht im Laufe der Zeit weiterentwickeln.
Doch eines blieb immer gleich. Die Tracht war und ist es auch heute noch. Ausdruck der Heimatverbundenheit. Und so gibt es heute in der Steiermark 270 offizielle Varianten allein vom Dirndl. Und auch sie wagten sich zum Auftakt des Aufsteigerns auf den Catwalk. Die Nachwuchsspieler der Graz 99ers. Für den großen Abend tauschten die Eishockeyspieler ihre Sportausrüstung gegen Karohemd und Krachlederne. Schönen Morgen, es wird ein großer Tag, auch die Sonne lächelt heute ab. Sportlich elegant, auch im Alltag ist Trachten mittlerweile schick. Dank auch fröhlicher Farben hält der alpine Lifestyle nicht nur am Land, sondern längst auch in der Stadt Einzug. Ja, unbedingt. Alltäglich. Einfach immer gut angezogen mit der Jeans, Stiefletten, Turnschuhe, jeden Tag. Schöne, 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 schöne Zeit. Hab ich mich auf dich gefreut. Und der Gipfel ist erreicht, denn all die Sonne scheint im Brunnen. Und die Juana, 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 die Juana. Schöne, 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 schöne. Das sieht man in der Grünen Mark zugegebenermaßen eher selten, aber eben doch. Kilt, Kleinkariertheit, kann man ihnen nicht vorwerfen. Der steirische Highlander Matt Schulli and his friends geben sich die Ehre bei der Pracht der Tracht im Wickelrock der Schotten. Wie dehnbar der Begriff der zeitgenössischen Tracht sein kann, zeigt der steirische Trachtenmodesektor auch gekonnt mit akrobatischen Einlagen. Modisches Crossover, extrovertierte Trachtenmode, frech, hip, schrill. Wenn Lederhose und Co. inspirieren, kann es schon passieren, dass sich so mancher steirischer Designer austobt in Sachen Tracht. Hab ich gesehen, doch am schönsten ist 10 Grad. Wie
Ich war in Hamburg, war in Prag, war auch in Amerika, doch am schönsten ist in Graz. Ob am schönsten Tag im Leben oder einfach auch nur im Alltag, einmal mehr hat der Abend mit der Pracht der Tracht gezeigt, dass Dirndl, steirer Anzug, Lederhose oder Trachtenkostüm ganz einfach jeden Anlass aufputzen. Absolut. Tracht ist Bewegung. Tracht ist nicht die Anbetung der Asche, sondern eine Vorwärtsbewegung. Und wir interpretieren das jeden Tag neu, weil wir in Aussee tragen das jeden Tag. Ich war in Peking und Madrid, ja, auf Bern fand ich ganz schick. Doch am schönsten ist in Graz. Ich war in Brüssel und Athen, auch Paris durfte ich erleben. Doch am schönsten ist in Graz. Ich war mal hier und war mal dort, auch an jedem anderen Ort. Doch die Zeit bringt mich zurück nach Graz, wo die schönen Fräulein sind, wo die roten Rosen blühen. Am schönsten ist in Graz. Der wohl spektakulärste Laufsteg Österreichs mit der Pracht der Tracht. Und unser Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer natürlich auch im Festtagsgewand in schöner Tracht. Ein schöner Rock, der auch noch wetterfest ist. Ja, und warm zugleich. Das ist ein schöner Laden und das tragen die Steirer gern und ich eben auch. Sie haben ja öfter die Gelegenheit natürlich, in Tracht irgendwo aufzutreten. Heute ist ganz Graz trachtig gekleidet, das sieht man ja nicht so oft in der Landeshauptstadt. Ja, in der Landeshauptstadt weniger, aber immer öfter. Ich sehe es ja beim Steirerball in Wien, ich sehe es hier beim Aufsteirern, was mich besonders freut, dass viele junge Menschen wieder im Dirndl und im Steireranzug daherkommen. Das ist schon auch ein bisschen eine Frage der Identität. Und draußen am Land, wenn ich so von Freitag bis Sonntag bei den Festakten bin, dort ist sowieso alles im Steirergewand. Und ich freue mich schon sehr, dass dieses große Fest, auch wenn es regnet, aber ich sage immer, ohne Regen wäre die Steiermark nicht so grün, hier stattfindet, denn das ist auch ein Symbol des Zusammenhalts zwischen den Städten, den Dörfern und Gemeinden. Dann darf ich Ihnen noch viel Vergnügen wünschen, Herr Landeshauptmann, beim Feiern miteinander mit all den Gästen hier beim Aufsteigern. Genuss wird in der Steiermark groß geschrieben und das spürt man dann besonders hier beim Genusshandwerk. Wo es allerlei Köstlichkeiten gibt. Und dafür zeichnet Küchenchef Martin Strempfel verantwortlich. Was sind denn so, sag ich mal, die Besonderheiten, die ihr da anbietet? Also wir haben heute einmal das Steirer Chili und einmal das vegetarische Chili da. Und dann haben wir Müllbratl mit eingelegtem Gemüse, mit Paradeis, Zucchini, Paprika und ein Asmante. Also alle Zutaten sozusagen beinahe im Rohzustand verarbeitet. Ja, wir versuchen eben wirklich die Produkte so zu lassen, wie sie sind und nur den Geschmack zu unterstreichen. Wir haben immer eigene Bauern, die was uns das herstellen, wo wir dann mit denen in Kontakt sind, im direkten Kontakt sind und die verschiedenen Sorten für uns anbauen und wo wir dann auch mit unseren Mitarbeitern hinfahren und die Produktion vor Ort anschauen, dass man da eben das Gespür fürs Produkt kriegt. Ja. Das heißt, die Herren experimentieren auch ein wenig, etwa mit der Kartoffel. Ja, genau. Also wir haben die Kipfler-Kartoffel, mit der wir sehr viel machen, ist eine alte Sorte. Und das macht eben Spaß, dass man da auch merkt und schmeckt, wie da die Unterschiede von Sorte zu Sorte sind. Und das versuchen wir. Es heißt ja immer, die Steiermark ist sozusagen der Feinkostladen Österreichs. Kann man das als Küchenchef irgendwie bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also bin ich selber immer wieder überrascht, wie viele Köstlichkeiten, dass wir da bei uns in der Umgebung haben. Und auch wenn man bei uns auf einen Bauernmarkt geht, ich glaube, da sieht man sofort die Vielfalt, die bei uns da angeboten wird und bei uns auch wächst. Ja. Ich habe jetzt ein Gusto bekommen und ich bediene mich. Darf ich da ein Stück Käse probieren? Gerne. Das mache ich jetzt einfach, gell? Einfach so. Mach ich so. Die musikalische Landschaft in der Steiermark ist eine ähnlich bunte wie die Welt der Trachten hier beim Aufsteirern. Die jungen Musiker der Quetschklampfer, allesamt aus Graz und Graz-Umgebung, musizieren zwar auf recht traditionellen Instrumenten, die auch in der Volksmusik zu finden sind, sie schauen aber ordentlich über den volksmusikalischen Tellerrand hinaus. Hören Sie nun ein interessantes Stück mit dem Namen Pokvarena Duscha.
Diese bunte Palette an Musik, an Tanz, an Tracht, aber auch an Handwerk vermittelt das ganze Jahr über die Volkskultur Steiermark. Herzlich willkommen, Monika Primas. Wenn man die Begeisterung hier sieht beim Aufsteigen, das Interesse, dann hat man irgendwie das Gefühl, die Menschen sehnen sich wieder zurück nach ihren Wurzeln. Das ist sehr schön, wenn wir heute diese Begeisterung sehen. Nur wir sehen diese Begeisterung ja das ganze Jahr über in den Regionen, wo Brauchtum, wo Tradition gelebt wird. Und wir spüren es natürlich auch in unserer täglichen Arbeit, dass diese Hinwendung und das Interesse, einfach dabei zu sein, das ganze Jahr über Bräuche, diverse Veranstaltungen oder auch die Tracht oder die Musik hochleben zu lassen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Volkskultur Steiermark dieses jahrhundertealte Brauchtum sehr zeitgemäß vermittelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht stehen bleiben, wir dürfen zurückschauen, können auch diese Traditionen mitnehmen ins Heute und sind aber aufgefordert, diese Traditionen auch zeitgemäß zu interpretieren. Das ist ein wesentlicher Punkt, der für uns auch im Mittelpunkt steht. Denn wenn wir uns anschauen würden, wir würden so leben wie vor 300 Jahren, das wäre ja traurig. Wir dürfen diese Traditionen weiterentwickeln und ich würde sagen, wir müssen sie auch weiterentwickeln. Und wie traditionsbewusst, aber auch modern und originell die Steiermark ist, das erlebt man eben genau beim Aufsteigern. Ja, und deshalb wird hier beim Aufsteigern auch dem Handwerk ein großer Platz eingeräumt. Es ist nämlich noch gar nicht lange her, da war Graz die Huthauptstadt Österreichs. Vor ungefähr 35 Jahren hat es in der Murmetropole noch 30 Hutmacher gegeben. Ein Handwerk, das heute von nur mehr sehr wenigen Menschen ausgeübt wird. Eine von ihnen ist Karin Kral-Wichmann. Von außen ist sie ganz schlicht, die Hutmanufaktur. Doch ist man erst mal drinnen, betritt man eine andere Welt. Jene der letzten Hutmacherin der Steiermark, die mit ihren Kreationen Damen und Herren gut behütet. Ich mag das einfach mit den Händen arbeiten, meine eigene Kreativität einfließen lassen, das ist ganz was Wertvolles. Und nachher, wenn ich sehe, die Leute sind so zufrieden, haben wir Freude damit, das ist das Schönste. Das Herzstück der Hutmanufaktur, die Werkstatt. Hier geht die Hutmacherin der seltenen Handwerkskunst nach. An all den Geräten und mit Hutformen, die beinahe ebenso alt wie der Betrieb sind, nämlich über 100 Jahre. Ihr Vater hatte 1980 das eingesessene Grazer Hutgeschäft Kepka übernommen und seine Passion an die Tochter weitergegeben. Ich bin da in der Werkstatt groß geworden. Ich war immer da, habe die Leute zum Teil durchgeführt, damals schon als Kind, und ihnen gesagt, was da und da passiert. Und nach der Modeschule war es halt so, dann hat mich halt der Papa da angelernt und hat mir alles beigebracht. Tausende Hutformen aus dem Jahre Schnee dienen der jungen Grazerin heute noch zur Erzeugung von Hüten für Damen, Herren und sogar Kinder. An die 50 bis 100 Hüte verlassen wöchentlich die Hutmanufaktur. Bei uns ist wirklich die Tracht, was das jetzt wieder gesellschaftsfähig macht, das Ganze. Gell? Und auch das schweift da in das Klassische, also in den Alltag hinein. Gell? Man gewöhnt sich dran, man hat wieder einen Hut auf, es fällt nicht auf, die Leute fühlen sich nicht komisch damit und dadurch wird es wieder tragen. Ein Glück also, dass die Grazerin nie den Hut draufkaut hat, auf eine Handwerkskunst, die für Qualität birgt. Ein Hut hält ewig, also dadurch, dass der Filz ist ja sehr robust und was sich ändert, ist die Mode. Gell? Aber man kann das wieder umändern, man kann das auffrischen, verändern und umformen, ist alles möglich. Da kann man nur sagen, Hut ab vor der Hutmacherin, eine der letzten ihrer Zunft.
Ja, und im Moment brauche ich keinen Hut, zumindest nicht als Regenschutz, höchstens als Sonnenhut. Denn im Moment lacht die Sonne über der Grazer Innenstadt. Und es macht richtig Spaß, hier durchzuschlendern und den vielen, vielen Menschen zuzuschauen, die auch immer wieder das Tanzbein schwingen, die aus allen Teilen der Steiermark gekommen sind, um Volks zu tanzen. Und wer sagt denn, dass das Tanzen alt und verstaubt ist? Überhaupt nicht. Viele junge Menschen entdecken das Tanzen, für sich vor allem die energiegeladenen Tanzformen wie das Schuhplatteln. Und da ist ordentlich Taktgefühl gefragt und schmerzunempfindliche Oberschenkel. Sag mal, kannst du eigentlich auch Schuhplatteln? Naja, nur laienhaft ein bisschen auf die Schenkel klopfen, wie das beim Tanzen nicht so üblich ist. Wäre aber eine neue Kategorie für Dancing Stars. Ja, die Schenkelklopfer. Das sollten wir uns überlegen, ob wir das einmal machen. Ja, 8 Tanzböden sind hier in der Innenstadt aufgebaut und da darf natürlich auch einer nicht fehlen. Dancing Star Willi Gavalier. Du bist mit Brigitte Krenn, mit der Schauspielerin, übers Tanzparkett gefegt, mit der Jazz-Gitte, mit Niki Horsepower. Kannst du da eigentlich durch die Aufsteigern Stadt spazieren, ohne dass du nicht aufgefordert wirst? Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ich aufgefordert wäre, aber manchmal muss man leider einen Korb geben, weil man kann nicht mit allen Damen gleich tanzen. Dennoch tanzt du auch mit vielen verschiedenen Frauen, nämlich in deinem eigenen Tanzstudio, in deiner Tanzschule. Dort bietest du von Hip-Hop über klassische Tänze, Standardtänze, alles an. Gibt es dort auch das Volkstanzen? Natürlich, das Volkstanzen gehört dazu. Das ist ja ein Basistanz, den muss jeder Steirer können. Und wir machen auch immer wieder Volkstanzkurse und ich fahre durchs ganze Land. Und ja, schau, dass ich den Leuten als Tanzstudio Gabalier ein bisschen das Tanzen näher bringe. Eine Frage muss ich stellen, wie schaut es aus mit Dancing Stars 2018? Wirst du da wieder mit von der Partie sein? Ja, es kommt ja wieder Dancing Stars im neuen Jahr. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit wieder mittanzen. Ich mache es einfach gern und ich kann es einfach nicht lassen. So, und jetzt, weil du es nicht lassen kannst, ab mit dir auf irgendeines der vielen Tanzparkette hier beim Aufsteigern. Von Neujahr bis zum Advent, von der Hochzeit bis zur Taufe, in den eigenen vier Wänden oder ganz ungezwungen im Wirtshaus am Stammtisch. Das Singen spielt im steirischen Jahreskreis eine ganz wichtige Rolle. Und die Vielfalt des Singens kann man ebenfalls hier erleben beim Aufsteirern. An allen Ecken und Enden wird gesungen. Schnell, doch heute wird schon die Burg, das ist auch frei.
Grüß euch alle, liebe Gäste. Heute gibt es ein großes Fest. Ja, heute kommen 1000 Gäste aufsteuern, heißt das große Fest. Mitten in der Innenstadt, wo es eine riesen Gaudi hat. Noch ist der Himmel ein wenig grau, aber Nachmittag wird es blau. Trachtler, junge, fesche Bauern, Buben mit Stutzen an die Wallen und Trachtenschuhe, die wahrscheinlich glänzen. Siehst du das Freude umtanzen? Geh, daheim hast du nur ein Gescheher. Zieh dich an, komm da her. Schmankerln gibt's zum Essen, Trinken. Schau noch, wie die Standler winken. Sigrid Maurer fragt die Leute, was sie sich alles anschauen heut. In der Innenstadt geht's rund, die Musik spielt schon etwa Stund. Also kommst, bleibst nicht daheim. Aufsteuern heißt unser Programm. Das ist pure Poesie. Vielen Dank, Heimatdichter Sepp Maier. Und was auch so lustig ist beim Aufsteigen, man hört einfach die unterschiedlichsten Dialekte. Derer gibt es nämlich zahlreiche bei uns in der Grünen Mark. So etwa versteht oft der Weststeirer den Oststeirer nicht und der Südsteirer spricht sowieso ganz anders als der Obersteirer. So sind wir halt. Wir sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Darfst nicht einhucken ins Labern, das traust nicht überkimmst. In Hölberst ist ja warm, beim Garsten arbeiten, beim Bandler machen und beim Schiebern. Die Lavur ist umgenagt und das ganze Wasser ist ausgeschwäbert. Ich glaube, da wäre schon einer, darf der bist du. Die verhungerten Maktler sind schon wieder da, Krankengrasen und den Kacher zum Reiten. Der Dialekt treibt manchmal gar seltsame Blüten mit den Menschen. Das Träperl hätte so gerne ein Träperl. Für ein Blümerl, was sie nicht hat. Aber wenn sie einmal ein Blümerl hätte, dann hätte das Träperl fürs Blümerl ein Träperl. Das Blümerl, Blümchen, würde man sagen. Und in Deutschland sprechen sie von Blümchenkaffee, nicht? Mhm. Weil er so zart und fein wie ein Blümchen ist. Träperl ist ein bisschen ein junges Mädchen, ein bisschen eine dumme Urschel. Ein bisschen ein. No, dumm will ich nicht sagen. Nein. Sie ist noch unerfahren. Unerfahren. Sie ist unerfahren. Aber was sie ist weiß nichts und sie muss erst was lernen. Ja, ne? Und was ist ein Träperl? Das ist dann eine dumme Urschel. Ja. Ausgewachsene, unerfahrene. In dem Fall ist es ein Träperl. Das ist ein naives Mädchen. Also nichts abfällig, weil Naivität ist ein Zeichen einer gewissen Altersstufe, wo man noch nicht die Lebenserfahrung gesammelt hat. Wenn das Mädchen mal eine Blume bekommen würde, von wem, dann hätte sie für das Blumen, was sie bekommt, auch ein Geschirr. Ja. Also das ist eigentlich die Sehnsucht nach einem Mann. Also eigentlich stellt sie sich das über, kann nur eine Mauer sagen. Ja, nein. Sie liebt mich. Sie manchmal liebt lässt mich. Ein Dialektspruch eben mehrere Interpretationen zu. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Doch. Nein. Und manchmal animiert der Dialekt auch zu einer filmreifen Einlage mit. Danke fürs Buch. Bitte. Happy End. Das Aufsteigern ist ein Fest für die ganze Familie und so hat man sich auch für die Kleinsten viel einfallen lassen. Etwa mit einer eigenen Kindermeile, wo die Mädchen und Buben basteln und sich unterhalten konnten. Und sogar eine eigene Kinderbühne gab's, wo die jungen Herrschaften Volkstänze und Schuhplattler zum Besten gaben. Musik.
Und auch die Jagd ist natürlich Teil des steirischen Brauchtums. In der Steiermark gibt es immerhin 24.000 Weidmänner und Weidfrauen. Und so darf heute beim Aufsteigen auch der Landesjägermeister Franz Meyer-Mellenhof nicht fehlen. Schön, dass Sie da sind. Sie hüten ja heute vor allem die Jagerkugel. Was gibt es denn da Köstliches? Ah, herrlich. Wir bringen mit heute einen Wildleberkäse, Wildspieße, viele Produkte rund ums Wild. Wildwürstel haben wir mit dabei und viele andere kulinarische Geschichten rund ums Wild. Einfach das Wild veredelt, das bringen wir heute herein in die Stadt und da sind köstliche Sachen dabei. Man riecht es, weil der Stand ist ja gleich da gegenüber, muss man sagen. Das Brauchtum spielt auch in der Jagd natürlich eine große Rolle. Viele Brauchtümer, die wir heute auch feiern, hier beim Aufsteirern, die steirische Kultur hat sich in der Jagd gehalten, die Tracht hat sich gehalten in der Jagd, in der Arbeitsmontur in dem Sinn. Aber auch das Jagdhornblasen hat sich, es ist eine schöne Kulturform, die wir heute auch hier präsentieren mit einigen Jagdhornbläsergruppen, die wir heute noch sehen werden. Und das ist eine schöne Kultur, die sich gehalten hat. Aber in der Jagd und jetzt auch gefeiert wird wieder, Gott sei Dank. Ja. Und wie das auch so klingen kann, das weiß jetzt der Daniel Neuhauser, denn er hat die Villerer-Musi zu Gast. Ja, Sigrid, nur eines vorweg, Jager sind sie nicht und Wüderer schon gar nicht. Höchstens vielleicht im positivsten Sinn des Wortes wüde Hunde auf ihren Instrumenten, die Musikantin und die Musikanten der Wüderer-Musi. Gefunden haben sie sich vor 10 Jahren in Wien und da haben sie ein gemeinsames Schicksal geteilt, nämlich chronische Unterversorgung mit traditioneller alpenländischer Volksmusik. Um dem entgegenzuwirken, ist die Wüderer-Musi entstanden und hören Sie nun ein interessantes Stückel, das nennt sich A Kreiner ist meiner. Wer im ganzen Aufsteirern-Tubel in den Gassen der Grazer Innenstadt etwas Ruhe sucht, findet sie hier in der Stadtpfarrkirche beim gemeinsamen Andachtsjodeln. Thank you.
Graz ist reich an prachtvollen Innenhöfen, denn solcher dient beim Aufsteigern sozusagen als Speisekammer. Hier gibt es handgemachte Pralinen zu verkosten, Chutneys, Kernölspezialität und vieles mehr. Nicht umsonst gilt die Steiermark als der Feinkostland Österreichs. Und davon weiß einer ein Lied zu singen, nämlich mein Kollege Reinhard Grundner. Es gibt keine Wirtshausküche in der Steiermark, wo er nicht schon in die Kochtöpfe geblickt hätte. Nämlich für die Steiermark heute Kochserie Kulinarium. Reinhard, was zeichnet denn die steirische Küche aus? Ja, ich glaube in erster Linie einmal die Regionalität. Man ist in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren immer mehr dazu übergegangen, dass man regionale Produkte verarbeitet. Mit zum Teil alten Rezepten, die man auf neu umgemodelt hat und ein bisschen sich was überlegt hat. Und diese Regionalität hat dazu geführt, dass man natürlich auch nicht diese Produkte das ganze Jahr über zur Verfügung hat. Das heißt, man kocht regional und dadurch bedingt auch saisonal. Und diese zwei Schlagworte findet man heute faktisch in den meisten, Gott sei Dank, in den meisten Restaurant- und Wirtshausküchen vom Norden der Steiermark bis hinunter ins Weinland. Und was ist eigentlich deine steirische Leibspeise? Meine steirische Leibspeise sind verschierte Laberl mit Erdäpfelpüree. Etwas ganz Bodenständiges. Was ganz Bodenständiges, und das kenne ich von der Zeit, als noch meine Großmutter mich bekocht hat. Da gibt es ein paar so Feinheiten dazu. Es muss ein bisschen gerösteter Zwiebel auf dem Püree drauf sein und die Erdäpfel, das muss also wirklich ein feines Püree sein. Ja, das ist etwas, womit man mir also sehr, sehr viel Spaß machen kann. Geheimrezept teilweise auch. Nicht jeder verrät es gerne. Aber auch heute schaust du für uns beim Aufsteigern in eine ganz besondere Küche. Naja, wir haben uns überlegt, es wäre ja interessant zu schauen, was wird denn beim Aufsteigern hier alles kulinarisch angeboten. Da gibt es ja so viele Standeln, wo die Köstlichkeiten wirklich da liegen, wo man nur hingreifen muss. Aber wir haben uns gedacht, naja, es gibt ja auch genug in Graz zu finden, Gasthäuser, Restaurants, die sich aufs Aufsteigern vorbereitet haben. Und wir haben gleich da vorne um die Ecke haben wir ein Restaurant gefunden, das ganz was Spezielles fürs Aufsteigern sich ausgedacht hat. Im Zentrum der Stadt Essen. Das kann man in der Welscher Stuben, einem Restaurant, das im Gebäudekomplex des Grazer Landhauses seinen Platz gefunden hat. Hier kann man sich mit steirischen Köstlichkeiten richtig gehend verwöhnen lassen. Georg, ihr kocht aber das ganze Jahr über steirisch. Ja, wir kochen das ganze Jahr steirisch, regional und auch immer saisonal. Für die Zubereitung sorgt die Küchencrew und der Küchenchef Andreas Maigraber. Den Service-Mitarbeiterinnen macht der Umgang mit den Gästen richtig Freude. Was gefällt dir denn besser, Küche oder Service? Mir gefällt grundsätzlich der Service mehr, dadurch ich mehr Umgang mit den Mitmenschen habe. Und solche Köstlichkeiten aufzutragen, muss einfach fröhlich stimmen. Vom steirischen Vorspeisenteller über hausgemachte Teigtascherln, gebratene Kalbsleber bis zum Steak reicht das Angebot an Schmankerln. Aufsteirern steht natürlich vor der Tür. Und Andi, ihr habt euch was total Steirisches dazu einfallen lassen. Ja, wir machen einen steirischen Blutwurstknädel mit einem Kürbisgemüse und einer Grenzsauce dazu. Blutwurstknädel heißt natürlich, ich brauche eine super Masse. Was ist denn in der Masse für die Knädel drin? In diese Masse kommt Zwiebel, Speck, Knoblauch hinein. Ja, Blutwurst natürlich auch. Natürlich auch Blutwurst in erster Linie. Und natürlich, das ist ganz wesentlich dabei, wir haben... Die Zeit ist danach, wir haben frischen Majoran auch dazu. Herrlich. Kürbis gibt es auch dazu, in dem Fall einen Hokkaido-Kürbis. Ein Hokkaido-Kürbis, genau, der ist zum Verarbeiten einfach optimal. Da kann man ja die Schale drauf lassen. Genau, genau, und das macht ihn eigentlich so toll zum Verarbeiten. Für die Knödel zunächst Zwiebeln anspitzen und den Speck kurz mitbraten. Dann die Blutwurst und frischen Majoran dazugeben. Mit Salz würzen, ein wenig auskühlen lassen und mit geriebenen, gekochten Erdäpfeln, einem Ei und Semmelbrösel verrühren. Mit nassen Händen Knödel formen und mit Mehl, Ei und Semmelbrösel mit gehackten Kürbiskernen panieren. Anschließend herausbacken. Den Kürbis in kleine Streifen schneiden, mit einer kleinen Zwiebel anspitzen und mit Rindsuppe ablöschen. Krähen in etwas Rindsuppe kurz kochen lassen, mit Creme fraiche verrühren und aufmixen. Dann anrichten und genießen. Beim Wein sind wir ein bisschen über die Grenze drüber. Ja, da sind wir ins Burgenland gegangen, nach Gols. Der hat uns einen eigenen Welscherstuben-Cuvée entworfen. Ja, mit dem stoßen wir jetzt aufs Aufsteigern an. Voll. Prost.
Vielleicht geht es Ihnen auch so. Manchmal muss man über einen Satz zwei, dreimal nachdenken, bis man ihn voll und ganz nachvollziehen kann. Mir geht es da so beim Motto der Rugler aus der Steiermark. Die Musikanten sagen nämlich, Zukunft braucht Herkunft. Heißt, sie nehmen Traditionelles, um musikalisch Neues zu schaffen. Sie sagen, bei Ihnen wird gemogelt oder schlichtweg gerogelt. Überzeugen Sie sich selbst beim Stickel auf der Alm. Ganz egal, ob im Jazz, in der Klassik, in der Country Music oder eben wie hier beim Aufsteirern in der Volksmusik. Die Geige spielt in vielen Musikrichtungen eine große Rolle. Und beim Geigenbau waren einst Amati, Stradivari oder Guarneri tonangebend. Allerdings allesamt Herren. Aber es gibt auch Geigenbauerinnen. In der Steiermark war Anna Wagner die erste Frau, die als Geigenbauerin den Ton angeben sollte. Die Grazer Neutorgasse. Seit dem 19. Jahrhundert Sitz der Geigenbauer. Und auch heute noch spielt hier die Königin der Instrumente, die erste Geige. Musik war immer sehr wichtig in meinem Leben. Zu Hause, in der Familie und ich habe einen Beruf gesucht, wo Musik, Handwerk und Kreativität in einem ist. Und da bin ich auf die Geigenbauerei gekommen. Es sind unzählige Arbeitsschritte, bis aus einem Stück Holz eine Geige entsteht. Die Decke aus Fichte, der Boden aus Ahorn, weitere Teile aus Ebenholz und anderen Hölzern. Sie alle tragen nicht nur zu dem unverwechselbaren Geigenton, sondern auch zu ihrer ganz besonderen Optik bei. Die Geige ist im goldenen Schnitt gebaut und die ist fürs optische Auge wunderschön. Ja? Da ist alles von den Proportionen vollendet in der Geige. Hinter dieser Vollendung liegt ein Jahr Bauzeit. Allerhöchste Handwerkskunst, die ins 16. Jahrhundert zurückreicht mit dem Geigenbau der Geigenbauerdynastie Amati. Der Antonio Stradivari, der hat es dann alles noch perfektioniert und seitdem wird die Geige auch so gebaut und verwendet. Als Geigenbauerin hat Anna Wagner auch eine Hand für den Geigenbogen, der aus Pferdehaar besteht und immer wieder auch einer diffizilen Pflege bedarf, um der Geige Töne hervorzulocken. Das ist ganz eine schöne Geige. Die hat keine gröberen Verletzungen, ein bisschen was gehört gemacht. Auch das Restaurieren von Instrumenten liegt der Geigenbauerin am Herzen. Gilt es doch oft auch jahrelang vernachlässigte Geigen etwa wieder in all ihren Funktionen erstrahlen zu lassen. Das ist nicht schlimm, weil das offene Stellen zuleimen, da kriegt er zwei Wirbel dazu oder vier neue, schaut schöner aus. Griffbrett wird abgehobelt, ein neuer Steg. Es sind nur Einzelteile. Die richtige Geige ist da, tadellos.
Und auch sie wird wieder einmal in den schönsten Tönen erklingen. Dafür sorgt die Geigenbauerin, die den musikalischen Weg ihrer Eigenbaugeigen wie auch jenen der ihr anvertrauten Schützlinge mit etwas Wehmut, aber noch viel mehr Freude verfolgt. Das ist auch so schön mit den Kunden dann, wenn sie sowas bringen und dann kommen und sagen, ist das meine Geige? Das gibt's ja gar nicht. Das macht echt Freude. Und wenn sie dann weitergespielt wird oder wenn sie in Verwendung ist, dann ist das schön. Ja. Das macht besonders Freude, wenn man das Instrument wieder ins Leben zurückruft. Gerade aus der steirischen Volksmusik ist die Geige auf keinen Fall wegzudenken. Wie unterschiedlich und gleichzeitig wie fein sie klingen kann, das beweisen hier beim Aufsteirern zum Beispiel die Vonsdorfer Geigenmuse und die Knöpferlstreich. Ja, hier beim Aufsteirern tauchen junge musikalische Talente, aber auch erfahrene Musikerinnen und Musiker die ganze Grazer Innenstadt in eine regelrechte weiß-grüne Soundkulisse. Und das bis in die späten Abendstunden. Sigrid, das ist was für uns beide Nachtvogel, gell? Ganz unter dem Motto Volksmusik on Air wurde Klassik, Tradition und Moderne harmonisch vereint. Und dafür kehrte für den Samstagabend die wohl legendärste Crossover-Volks-Reggae-Band der Steiermark, die Ausea Hartbratler, zurück auf die Bühne. Schon beim ersten Aufsteigern 2016 sorgte die Formation rund um Florian Randtacher hier für den guten Ton. Und heuer, da gab sich die Kultband gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Graz die Ehre und sorgte für den absoluten Höhepunkt beim Aufsteigern. Wir haben einfach verabredet, okay, wie machen wir das, wie fangen wir an bei dem und dem Lied. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 und es ging los. Ja. 1, 2, 3, wenn man so Liedermacher ist, so wie ich, und man dann so ein Lied wie Heimweh mit dem ganzen Orchester her, das ist natürlich eine riesen Aufregung und ein schönes Gefühl, dass so ein Song einfach so eine Wertigkeit kriegt. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin locker voller Vorfreude. Ja, wo ich das aufdenk auf mein junges Leben, wo ich überall bin umeinander krieg. Bald am Heilboot, bald im Kurstuhl, ja was der Teufel noch von überall. Ja, bald am Heilboot, bald im Kurstuhl, ja was der Teufel noch. Sie hat zwei krumme Füße und zwei linke Hände und im Wald drei zwei Kübels hängt. Sie hat zwei krumme Füße und zwei linke Hände und im Wald drei zwei Kübels hängt. Sechs Leidl, das ist halt der steirische Brauch, babe. Ein türkischen Sterz und ein Schwarmsuppentrau. Wir so. Und Holadio. Davor auch
gesagt, ich soll's heu, ob ich dran bleib. Und ich hab's falsch verstanden, hab's kein Widerstand. Und holla die O. Je höher die Berg sind, umso stärker der Wind bebt. Und je geschammiges Dirndl, umso schneller er kommt. Und wir sagen und holla die O. Ja, aber wenn ich noch das Dirndl hätte, Susal ist halt mein Frei, Susal ist nett. Ja, aber tanzen würde ich gern, aber wenn ich noch das Dirndl hätte, Susal ist halt mein Frei, Susal ist nett. Ja, aber weiß nicht der, nicht allein fort geht der. Aber weiß nicht der, nicht allein fort geht der. Ja, aber das war schön, da hab ich keine Mutter gefragt, darf ich mit Susa gehen? Und ja, hat sie gesagt, a tanzen da die ganze Zeit, ba ba da ba da ba ba. A tanzen da die ganze Zeit, ba ba da ba da ba ba. Ja, aber auf geht's heim, aber ich jetzt das Dirndl hab, Susa ließ halt mein Freit. Aber ich tanzen kann, ja, aber auf geht's heim. Aber ich jetzt das Dirndl hab, Susal ist halt mein Frei. Aber ich tanzen kann, die Muse spielt, heut reit mich gar kein Geld. Die Muse spielt, heut reit mich gar kein Geld. Ja, aber lieber Bua, jetzt wird geil so lang draht. Da hau in der Früh, ja, das ist ja schon mal gern. A tanzen da die Gern, ba ba da ba da ba ba. A tanzen da die Gern, a ba ba da ba da ba ba. Kennst du's noch? A tanzen da die Gern, ihr kennst es noch. A tanzen da die Gern, ba ba da ba da ba ba. A tanzen da die Gern. Say,
C-U-M-B-A. Drei Tage lang hat die Steiermark mit mehr als 100.000 Gästen gefeiert. War Graz ganz in die Farben weiß-grün getaucht, wurde auf den Straßen getanzt, gab es auch gescheite Musi, ja, und war die Stimmung einfach grandios beim größten Volkskulturfestival Österreichs. Ja, und auch das eher durchwachsene Wetter konnte dem Spaß, der Freude, der Geselligkeit nichts anhaben. Wir sind auch vielleicht dank der Tracht trocken geblieben, sind wetterfest und feiern die Feste einfach, wie sie fallen. Wir hoffen, unser kleiner Streifzug durch das steirische Brauchtum hat Ihnen genauso Spaß und Freude gemacht wie uns. Und vielleicht haben wir ein bisschen Guster gemacht, der Steiermark auch einmal einen Besuch abzustatten. Am besten gleich jetzt im goldenen Herbst. Vielleicht sehen wir einander aber auch dann beim nächsten Aufsteirern im kommenden Jahr. Uns wird's jedenfalls freuen. Auf Wiedersehen.